Der Fall verunsichert den Zug besonders, denn er erinnert an den fatalen Amoklauf vor 5 Jahren. Hans-Peter Bähni über den schwierigen Umgang mit einem Behördenschreck. Flugblätter als Kampfmittel. Seit mehr als 10 Jahren liegt Roland Vitschi mit den Zuger Behörden im Streit. Herr Vitschi, wieso machen Sie das? Ja, zum aufmerksam machen, was für Sauereien das da im Kanton Zug abgehen. Weil ich kämpfe für meine Rechte, für meine beiden Kinder. Weil es gibt viel zu viele Menschen, die vorsätzlich über den Tisch gezogen werden. Und ich bin jetzt einer, der das nicht akzeptiert. Ende der Zuger Diktatur steht auf seinem Flugblatt. Auf der Anklagebank sitzt praktisch die ganze Behörde des Kantons Zug. 50. Danke vielmals. In einem Seebad arbeitet der 52 Jahre alte Mann an einem Kiosk. Hier war er bereits Mitte der 90er Jahre tätig. Damals gab es in seiner Partnerschaft immer häufiger Streit und Gewaltausbrüche. Ich muss sagen, ich bin zuerst geschlagen worden. Ich schlage überhaupt nie zuerst. Das hat es bei mir gar noch nie gegeben. Und ich glaube, wenn eine Frau ihnen einen Schuh in den Arsch gibt und noch ein Knie zwischen den Beinen gibt, haben sie glaube ich, schon das Recht, sie an den Haaren zu packen und vor die Türen rauszutun. In diese Einzimmerwohnung zog Vitschi, nachdem die Beziehung zerbrach. Seine beiden Kinder wurden der Mutter zugesprochen. 1997 erhob seine Ex-Partnerin schwere Vorwürfe gegen ihn. Ja, das hat angefangen mit dem Vorwurf wegen sexuellen Übergriff gegen meine Tochter. Als ich von dem Vorwurf von meiner Ex-Partnerin gehört habe, bin ich sofort innerhalb von 5 Minuten bei der Vormundschaftsbehörde gewesen. Ich habe beantragt, dass die beiden Kinder vorläufig von der Mutter entfernt werden und psychologisch befragt werden, damit ich sofort von dem ungeheuerlichen Vorwurf entlastet werde und mein Besuchsrecht weiterhin hätte wahrnehmen können. Roland Vitschi hoffte, dass ein psychologisches Gutachten Klarheit schaffen würde. Doch das Gutachten fiel zu seinen Ungunsten aus. Ein jahrelanges Hickhack zwischen Vitschi und den Behörden begann. Schlussendlich konnten die Vorwürfe nie erhärtet werden. Vor 4 Jahren gab die Direktion des Inneren ihrem Bedauern Ausdruck. Erwiesen sei, dass man von falschen Tatsachen ausging. Es sei ein mangelhaftes Gutachten, das die Interessen der Kindesmutter in den Vordergrund gestellt habe. Daraufhin wurde das Verfahren eingestellt. Trotzdem erhielt Roland Vitschi kein vollumfängliches Besuchsrecht. Bis heute nicht. Ich habe noch nie ein Besuchsrecht gehabt, so wie es eigentlich von jedem Vater gehört. Und zwar jede zweite Woche, Samstag, Sonntag und Minimum 2 bis 3 Wochen in die Ferien. Das habe ich nie bekommen und es hat nie einen Grund gegeben, mir das zu verwehren. Zuständig ist die Gemeinde Baar. Vor der Kamera will niemand Stellung nehmen. Der Rundschau teilte der Gemeinderat mit, dass man Vitschi kein anderes Besuchsrecht gewähren könne. Er habe für seine Kinder in seiner Einzimmerwohnung keine geeignete Übernachtungsmöglichkeit. Zeichnungen sind die einzigen Erinnerungen an seine Kinder. Den Kontakt zu ihnen hat er aus Protest abgebrochen. Ich warte jetzt ab, bis alles durch ist und dann werde ich mich selbstverständlich mit den Kindern in Verbindung setzen, weil ich habe das den Kindern auch versprochen und ich werde mich daran halten. Sie zahlen aber auch keinen Unterhalt an Kinder, warum nicht? Weil ich ein Verbrechen, wo über meine beiden Kinder und mir begangen worden ist, niemals mit Unterhalt mitfinanzieren. Rudi Hug war bis vor 6 Jahren Sozialvorstand in Baar. Damals betreute er den Fall Vitschi. Der Fall Vitschi gehört zu den Fällen, die bei den Behörden landet, wenn es schon alles verbockt ist. Gute Lösungen hat es nicht gegeben. Wir mussten in Schadensbegrenzung machen. Für gute Lösungen müssten alle am gleichen Strick ziehen. Das war nicht der Fall. Wir haben uns alle grösste Sorgfalt gegeben bei unserer Arbeit und bei unseren Entscheidungen, um einigermaßen verträgliche Lösungen anzubringen. Vitschi hat jedes Vertrauen in die Behörden verloren. Heimlich zeichnet er Telefongespräche auf, die er mit den Behörden führt. Ich habe sämtliche Telefone aufgenommen, und zwar um mich abzusichern, dass man mir nicht irgendetwas unterstellt.
Wie viele Aufnahmen haben Sie stundenmässig? Im Gesamten etwa 330 Minuten, ja. Auch vor Drohungen schreckt Vici nicht zurück. Eines dieser Gespräche ist schriftlich festgehalten. Gegenüber einem Politiker, der namentlich nicht genannt werden möchte, sagte er: Da ist Vici, gratuliere. Bern hilft euch vertuschen. Das heißt, dass ich früher oder später Selbstjustiz ausüben muss. Fertig. Massiv beschimpft und zeitweise bedroht wurde auch der Gemeinderat von Bahr. Solche Aussagen lösen insbesondere im Kanton Zug Angst aus. Erinnerungen an die Amoktat von Friedrich Leibacher werden wach. Im Regierungsgebäude erschoss er vor 5 Jahren 14 Menschen. Ein Jahr nach dem Amoklauf soll Roland Vici öffentlich mit einem Attentat gedroht haben. Was sagen Sie denn zu einem Zitat, das Sie gegenüber einem Journalist damals gemacht haben? Sie werden sich eine Waffe beschaffen und in den Zuger Amtsstuben aufräumen. Das habe ich nie so gesagt. Das entspricht auch nicht der Wahrheit. Ich habe es ganz anders gesagt. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass auch ich so etwas hätte gemacht haben. Und das kann jeder gemacht haben im Prinzip. Gemacht haben wie das vom Herrn Leibacher? Ja, doch, wenn einer den gesunden Menschenverstand. Ich habe ihn Gott sei Dank bis und mit heute immer gehabt und ich werde ihn auch weiterhin haben. Worte, denen Rudi Hug keinen Glauben schenkt. Der ehemalige Sozialvorstand von Bahr musste vor 3 Jahren unter Polizeischutz gestellt werden. Aus Angst vor Roland Vici. Er hat mich beschimpft, telefonisch, übelst beschimpft. Er hat mir körperliche Gewalt angedroht. Und er hat gesagt, er macht mich fertig. Selber auch. Wann neigt eine Person zur Amoktat? Dieser Frage gehen Fachleute im psychiatrisch-psychologischen Dienst in Zürich nach. Karol Kerfusch leitet die sogenannte Risiko-AG. Gefährliche Menschen würden immer ein ähnliches Profil zeigen, sagt die Psychiaterin. Nein, hat sich einfach geschützt. Man schaut zuerst einmal, was hat die Person für eine Persönlichkeitsstruktur. Es gibt gewisse Persönlichkeitsmerkmale, wo man weiss, dass sie risikorelevant sind. Zum Beispiel? Leute, die querulatorische Züge haben, kombiniert vielleicht auch mit wahnhaften Elementen. Leute, die sich vielleicht auch bedroht fühlen. Oder Leute, die sehr kränkbar sind, bieten das Risikopotenzial. Es gibt auch Menschen, die eine Schizophrenie haben, eine psychotische Störung, die sich bedroht fühlen. Das ist das Risikomerkmal. Vor einem Monat musste hier Roland Vici vor Gericht erscheinen. 11 Personen haben ihn wegen Schreckung der Bevölkerung angezeigt. Aus Angst zogen 10 ihre Klage zurück. Rudi Hug blieb dabei. Das Urteil steht noch aus. Zu einem wüsten Telefonanruf kam es, weil der frühere Sozialvorstand für den Nationalrat kandidiert hatte. Da bin ich entsetzt gewesen, dass so eine unfähige Person sich in den Nationalrat hineinwählen hat. Und dann musste ich aktiv werden und etwas unternehmen, zu versuchen, dass er nicht gewählt wird. Konkret, Sie haben ihn dann angerufen? Ich habe ihn angerufen, am Morgen um 6:45. Ich habe ihm gesagt, du korrupt Schwein, Sauhund, schwule Sau etc. Und nachdem ich das gesagt habe, habe ich das eigentlich bedauert. Es wäre nicht nötig gewesen, diese Ausbrüche. Ich habe ihn weder bedroht noch eingeschüchtert. Dann erschien dieses Inserat. Der zweitletzte Akt von Roland Vici. Dort hat er mir auch in einem Brief geschrieben, dass ich in diesem Inserat eine Rolle spielen werde, nämlich in seinem zweitletzten Akt. Jetzt muss man wissen, der Herr Vici hat beim Zugerattentat ganz öffentlich seine Sympathien zum damaligen Attentäter, zum Leibacher, geäußert, zu dem seiner Tat. Und wenn er jetzt auf die zweitletzte Akt angesprochen hat, dann hat das natürlich eine riesen Angst ausgelöst, weil im Leibacher ist das die letzte Akt gewesen. Mit seinen Äußerungen habe er nie im Sinn gehabt, eine Amoktat anzukünden, sagt Roland Vici. Als zweitletzten Akt bezeichne er jeweils seine zahlreichen Flugblattaktionen. Das ist der zweitletzte Akt von Roland Vici. Und ich erhoffe mir, dass er nachher der letzte Akt kommt, in dem die Staatsanwaltschaft Strafuntersuchungen gegen die verschiedenen Ämter einleitet. Wie gefährlich schätzen Sie den Vici? Ich denke, dass der Herr Vici, beim Herr Vici der Weg von seiner verbalen Tat zu der reellen Tat. Ich bin nicht Psychiater, aber ich denke, der Weg ist bei ihm ein bisschen. Wir haben jedenfalls höchst, nach wie vor, heute noch Angst vor ihm. Ist da eine Garantie, dass Sie
nie würden amok laufen. Also ich habe mich in all diesen Jahren immer hundertprozentig unter Kontrolle gehabt. Von mir muss kein Mensch Angst haben. Von mir hat, glaube ich, auch niemand Angst. Die, die Angst haben, müssen wegen anderem Angst haben, weil eben die Sachen, die sie angerichtet haben in den letzten 15 Jahren, wenn das vor Gericht kommt. Angst machen durch Drohen. Für Psychiater reicht das aus, um Massnahmen zu ergreifen. Wir haben nicht selten Leute, die in Anführungszeichen nur gedroht haben, also noch gar kein schweres Gewaltdelikt begangen haben. Und dann haben wir das Problem, dass Strafmass vielleicht ein paar Monate wäre und dass man jemanden dann nicht auf längere Zeit könnte zurückbehalten im Gefängnis, einfach so. Dann muss man mit den Behörden schauen, was für Möglichkeiten bestehen. Im schlimmsten Fall, und das haben wir auch schon gehabt, kann man jemanden in Anführungszeichen nur aufgrund von einer Drohung verwahren. Das ist möglich. In der Realität wird fast nie jemand nur aufgrund von Drohungen verwahrt. Dies sei eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Auch die Justiz hat wenig Spielraum, bestätigt die Staatsanwaltschaft. Wenn ich jetzt der Person einfach schreibe, dann mache ich jetzt den zweitletzten Akt, oder man müsste sich nicht wundern, wenn man zur Selbstjustiz müsste greifen, allenfalls. Wie ist das einzuordnen? Das ist dann allenfalls ein Graubereich, wo man muss schauen, was meint er damit. Und wo dann eben das Strafrecht auch an Grenzen stößt, weil nur klare Delikte auch geahndet werden können. Die Frage ist dann, was will er damit? Ist das bereits eine Drohung im Sinne des Gesetzes? Oder erfüllt es einen anderen Tatbestand? Das sind relativ schwierige Abgrenzungsfragen. Das heisst, in dem Graubereich sind einem aus juristischer Sicht hemmbunden? Als Strafjustizler schon, ja. Roland Vici verteilt weiterhin unbehelligt seine Flugblätter. Selbst auf dem Platz vor dem Regierungsgebäude, in dem vor 5 Jahren die Amoktat stattfand. Die Personen, die uns Auskunft gegeben haben, sind die Ausnahme. Der Großteil der Politiker und Behördenvertreter, die Rundschau angefragt hat, wollte aus Angst vor Roland Vici nicht vor die Kamera treten.